So, herzlich willkommen zu einem nächsten Video der FIFA Karriere-Manager-Reihe. Wie ihr hier seht, sind schon einige Transfers getätigt worden. Ibanez hat uns verlassen. Ja. Kellen ist ausgeliehen worden. Bolger wurde verkauft. Neu ist Pirinen zu uns gestoßen. Soiri. Beides freie Spieler. Beides Finnen. Lafferty hat uns auch noch verlassen. Genau, das ist der aktuelle Stand. Nun möchte ich noch kurz schauen. Also den Torwart habe ich mir überlegt, dass wir da warten, da ich eigentlich genug habe. RV bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich auf Gannon oder Simonsen gehen soll. Der wäre natürlich ultra schnell. Gannon geht so. Aber dafür stark und sehr viel Ausdauer. Und mit den Finanzen sieht es auch ziemlich gut aus momentan. Von daher können wir uns mal was leisten. Schwierig. Was ich ja noch machen wollte, war Troster nach oben holen. Das machen wir jetzt gleich. Ravelli, der ist definitiv nix. Den geben wir frei. Zum Profi befördern. Voilà. Den platzieren wir mal hier. Und die Bissigkeit, das ist beim Torwart, ist das echt schwierig. Das kann man nicht irgendwie gar nicht wirklich trainieren. So. Also RV holen wir uns, wenn holen wir uns. Schwierige Entscheidung.
Ja, ich glaube, da versuchen wir mal gerne. Kauf vorschlagen. Ja, super. Okay, dann war das schon mal nix. Ja, dann versuchen wir es mal hier. Ja, legen wir gleich mal los. Jetzt wollen wir versuchen, Marshall wegzubringen, oder soll ich den behalten? Versuche es mal. Vielleicht klappt es ja. Ich vermute zwar eher weniger. Okay. Dann versuchen wir es mal mit der Transfersumme. Siebenhunderttausend. Okay. Dann können wir nun mit dem Spiel Spieler verhandeln. Momentan verdient er 2,6. Mit 64 wird er wohl auch wichtig sein wollen. Jawohl, wie ich vermutet habe, versuchen wir es. Bleibt wichtig. Okay. 3 Jahre. Dann können wir auf 4 Jahre. Das werden sie annehmen. So ist es. Freigabesumme übergehen. Okay. Bonus brauchen wir nicht. Dann geben wir ein bisschen mehr Gehalt. Und das hat er angenommen. Wir haben den nächsten neuen Spieler, Simonsen aus Dänemark. Ein RV. Ja. Eins zu viel weg.
So, jetzt möchte ich noch schauen. Carl Shepherd. Zuerst mal schauen, wie es finanziell aussieht. Eigentlich immer noch ziemlich gut. Ich glaube, den kann ich auch nicht kontaktieren. Jawohl. Cargobo. Vielleicht noch als Alternative. McGuinness ist ausgeliehen. Also jetzt habe ich wieder ein Problem mit Innenverteidigung. Ja. Dann suchen wir mal, ob wir da was finden. Ranocchia. Ja, alles eher alte. Gibril. Haben wir da noch jemand Freies? Auch Kurana. Ja, nicht wirklich gut. Der Leinigste vielleicht noch was? Vom FC Juarez. Auch nicht wirklich viel Schlaues. Ups. Schauen, ob wir so etwas finden. Ja, der ist einfach viel zu teuer. Wäre natürlich cool. Ja, dass der Arsenal gehört. Ja. Das ist jetzt natürlich wieder doof. Den kann ich jetzt auch nicht kaufen. Der wäre dann
Er ist in 6 Monaten bei uns. Was ich noch tun? Gut, wir könnten es ja mal versuchen. Ja, aber 2,4 bis 3,6. Und der will wahrscheinlich auch nicht in eine so kleine Liga kommen, wenn du in der Premier League spielst. Also wir machen mal eins. Ich poker jetzt. 1,6. 2% der Transfers. Oh, okay. Aber dann hätten wir definitiv kein Geld mehr. Aber wir hätten einen sehr starken Innenverteidiger. Wir akzeptieren das mal. Da nur 3,4, okay. Dann versuchen wir das mal. Ist zwar eher unrealistisch. Ja gut, das ist klar. Da muss ich gar nichts probieren. Fünf Jahre, schon mal gut. Ja, jetzt, hä? 3, 4. Machen wir mal 4 daraus. Ist damit zufrieden? Der kommt echt. Oh! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, in dem Fall, wir haben Nathan Collins. Ich bin gerade sehr überrascht, dass der gekommen ist. Und ich würde mal sagen, ich beende hiermit auch dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt daran, das Abo nicht vergessen, das Gefällt mir nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye bye.